Hallo Leute und willkommen zurück zu Survival Games auf Breeze Island in Team Lila, heute mit Verheddert und Rose. Und ja, mal gucken, was es gibt. Richtung Eid. Ich denke, er meint Osten. Hoppala. Ich habe nicht so die Übersicht, wo hier Osten ist. Ah, okay, ich laufe sogar Richtung Osten, okay. Sehr schön. Ich versuche heute mal ein bisschen anders aufzunehmen, also auf eine andere... Och komm, Alter. Ich hatte die Sachen wieder genau, wollte ich in der Reihenfolge auf die Dinger klicken, wie er sie mitgenommen hat. Das ist natürlich immer prächtig. Fighten die da vorne noch? Ich hoffe mal... nee, da hat Team Blau gewonnen. Das ist weniger gut, weil ich glaube, dann wurde Rose getötet von denen. Ich meine nämlich, dass er da auch war. Ja, tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte. Keine Waffe und so. Ja, ich nehme heute mal ein bisschen anders auf als sonst. Das bedeutet, ihr könntet vielleicht auch ein bisschen Unterschied in der Qualität sehen. Ich bin mal gespannt, wie es sich machen wird. Und ja, schreibt mal rein, wie ihr es findet. Es könnte theoretisch ein bisschen besser sein als sonst. Es fühlt sich auf jeden Fall für mich deutlich flüssiger an, so beim Spielen. Also, ne, vielleicht kann ich dann auch ein bisschen krasser reinskillen. Ja, ja. Wie wär's mal mit einer Waffe so langsam? Wäre was Schönes, muss ich sagen. Gibt's hier oben überhaupt eine Kiste? Ich guck mal nach. Eigentlich müsste es da doch irgendwas geben. Da oben ist eine, okay. Wie komme ich da hin? Weiß ich nicht so genau. Ja gut, ne? Eisenschuhe nehme ich halt auch noch mit. Habe ich jetzt nichts gegen einzuwenden. Muss ich da von hier aus hin? Vermutlich, oder? Ja, das sollte ich auf jeden Fall... Ach, da hat's eine Leiter auch, okay. Komm ich da? Ah! Ich hab... Vergiss es. Ich wollte sagen, ich habe Angst zu failen und dann fail ich es tatsächlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man es überhaupt failen kann, aber ich bin einfach runtergelaufen, weil ich Angst hatte, oben gegen die Decke zu kommen. Das war ja richtig bescheuert. Naja, dann hole ich mir noch die zwei Kisten hier, die nimmt im Normalfall nie jemand mit. Und hier ist normalerweise auch was Gutes drin. Ja, dankeschön. Auf die Kiste ist Verlass. Das wusste ich von Anfang an. Eigentlich wollte ich auch direkt hergehen, aber ich dachte mir, ich gebe ihm mal einen Try und gucke, ob da oben irgendwas ist. War ein Fehler. So. Einen Kuchen nehme ich auch noch in die Leiste. So, und dann vielleicht noch ein Schwert. Dann haben wir alles. Da vorne ist ein Pinker. Hallo. Was geht ab? Nein, bleib mal da in der Ecke, bitte. Dankeschön. Oh, der hatte auch eine Angel, glaube ich. Oder? Habe ich das falsch gesehen? Ah ne, da lag sie noch. Heißt, der hätte gut und gerne auch noch eine ganze Weile wegschwimmen können, hätte ich ihn da jetzt nicht erwischt. Glück gehabt. Aber einen Kompass haben wir leider trotzdem noch nicht. Deswegen gehe ich mal Richtung Spawn und gucke, ob da vielleicht irgendwas los ist. Vielleicht könnten wir uns auch da mit dem anderen treffen. Da vorne war jetzt ein blauer, das sind noch zwei. Aber er ist gerade alleine hier. Ja, wahrscheinlich läuft er zum Mate. Kann ich mir gut vorstellen. Oh ja, da läuft er gerade. Da, bitteschön. Wurde seit Anfang an getargetet. Ja, ich glaube von den Roten hier. Heißt, die haben es verdient, auf die Fresse zu bekommen, habe ich gehört. Das ist frech. Jemanden als Team direkt zu targeten. Ja, er dürfte eigentlich One-Hit sein. Ist er gerade mit Doppel-W losgelaufen? Ich glaube tatsächlich schon. Ich habe hier noch ein bisschen Stuff für ihn auf jeden Fall jetzt. Da, bitteschön. Da vorne ist Team Blau, dann würde ich sagen, holen wir uns die mal. Weil die sind noch zu zweit. Und das letzte Zweierteam tatsächlich? Nee, doch nicht ganz. Ja, ich werde von hinten ausgecrittet. Ich merke es so langsam. Uiuiui, das war ein bisschen zu knapp. Da bin ich nur auf... Okay, oh Gott. Auf dem, hoppala. Nein, das war nicht gut. Auf dem Sand hört es sich, finde ich, immer so an, wenn man stehen bleibt, als würde noch jemand hinter einem laufen. Ewig lange. Das ist ein bisschen eklig. So.
Schuhe waren da keine dabei. Ach so, er hat schon welche. Okay. Dann können wir wieder Richtung Gegner weitergehen, würde ich sagen. Ah, vielleicht hat ihm der Kompass gefehlt und deswegen ist er so komisch rumgelaufen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein roter. Ah, die sind noch zu zweit. Dann war das gelogen, dass Team Blau das letzte Team war. Sondern der hier ist dann tatsächlich auch noch im Team, aber alleine unterwegs gerade. Ja, da kommt was von hinten. Und dann sollte das eigentlich eine gegessene Sache sein. Ah, ich glaube, die Axt kann er noch brauchen sogar. Ah, okay. Vielleicht bleibt er kurz stehen, wenn nicht, dann will er so nicht. Okay. Dann kann es weitergehen. Zu. Ja, ich weiß nicht, ob die noch so gefährlich sind. Der eine hat BAC zumindest drin. Aber wurde gerade getötet. Ne, er hat jemanden getötet. Oh, das ist sogar der hier. Heißt, vielleicht ist er noch low oder so. Wäre schön. Gut, war jetzt nicht allzu low, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert. Der andere ist schon irgendwo anders hin unterwegs, wahrscheinlich auf den letzten Gegner, dass wir hier gar nichts mehr zu tun bekommen. Naja, dann war das eine ganz entspannte Runde und ich nutze die mal als Test für die neue Aufnahmemöglichkeit. Wie gesagt, schreibt mal was dazu, falls ihr Lust habt. Würde mich interessieren, wie das so vom Bild her aussieht. Ich meine, ich sehe es im Prinzip auch selbst, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nie so der krass auf irgendwelche Videoqualität im Sinne von Pixel-Kram, FPS und so weiter großartig achtet. Mir kommt es eher darauf an, ob ich das Video unterhaltsam finde oder nicht und jetzt weniger auf die reine Videoqualität. Aber ich muss sagen, ein bisschen in die Richtung entwickelt habe ich mich dann doch auch, dass mir das nicht mehr ganz unwichtig ist. Früher war es mir deutlich unwichtiger noch. Und ich denke, dass er ihn schon relativ low haben dürfte, weil er weggeschwommen ist. Aber ja, ich möchte ihm denn jetzt auch nicht abcleanen da eigentlich. Deswegen werde ich ihn einfach mal rauf boosten. Und dann hätten wir die Runde geholt. Alles klar, ich würde sagen, eine geht noch hinterher und dann sehen wir uns sofort wieder. Und da sind wir schon in der zweiten Runde. Ein Teampick mit Bersan und radikaler Autist. Ich glaube, die wurden mir tatsächlich zufällig zugeteilt. Weil aus Team Grün sind irgendwie zwei Leute rausgeflogen oder noch in der Runde gelieft. Und ja, dann hat sich das Team noch aufgefüllt. Ist okay. Vielleicht können die ja was. Man weiß es nicht. Runkelos, ich würde sagen, dann nehme ich mir auf jeden Fall mal das Eisenschwert hier mit. Und eigentlich können wir schon auf den Gegner da vorne gehen. Hat der hat einen Helm für mich zum Beispiel. Ja, hat er mich gesehen? Ne, hat er scheinbar nicht. Oh, der hat sogar eine Dia-Axt. Das ist ganz gut, dass wir den geholt haben, bevor der dann noch gute Rüstung bekommt. Weil dann hätte das durchaus gefährlich werden können mit der Dia-Axt. Aber so war es noch kein Problem. Dann würde ich sagen, gehe ich auch noch zum Enchanten. Okay, da haben wir ein Zweier-Team. Was habt ihr für Equip? Das konnte ich jetzt leider nicht so gut sehen. Ah, okay, er hat noch gar keine Rüstung. Ich dachte, dass er relativ viel Eisenrüstung tatsächlich anhatte. Aber das war nur, weil der Skin so gräulich war. Hatte ich das irgendwie falsch beobachtet von der Ferne? Na gut, das waren bisher jetzt noch nicht so die besten Gegner hier in der Runde. Ich kenne auch tatsächlich die anderen Namen nicht. Also haben wir hier vielleicht mal leichtes Spiel? Ich weiß es nicht. Darf ja auch mal sein. Ich würde sagen, ich mache hier so eine kleine Runde und gehe dann noch ins Waddlehaus. Könnte natürlich auch dem Mate noch ein bisschen was mitnehmen, aber ist die Frage, ob das überhaupt so nötig ist. Na gut, es sind noch ein paar Teams am Leben, also sollte ich schon aufpassen. Zwei Teams, um genau zu sein. Zack. Dann sind wir Full Iron. Ja, komm, das andere Eisenschwert hole ich mir jetzt nicht auch noch. Dann gehe ich wirklich nur noch für die Bottles. Klar, ich könnte vielleicht Sharpness 2 drauf bekommen, aber ich glaube, wenn mein Schwert hier angehittet ist, was es ist, dann wird das relativ eng von den Leveln her. Zumal das andere Eisenschwert, das ich meine, ja eine Benennung hat, also benannt ist. Und
Das kostet halt dann mehr XP, um das zu verbinden. Was ein bisschen schade ist. Also das, was ich hier jetzt habe, das ist ja unbenannt, aber das andere. Naja, wisst ihr wahrscheinlich sowieso alles, also warum erzähle ich es euch? Ich werde dann, denke ich, einfach meine Rüstung verzaubern. Ich habe jetzt auch, glaube ich, kein Steinschwert mehr, was ich einem Maid mitnehmen könnte. Dann bin ich jetzt einfach mal egoistisch. So. Oh, Bersan hat sogar jemanden gekillt. Es kommt natürlich nur Unbreaking drauf. Oh, das ist jetzt ja mega eklig gewesen, Mann. Na gut, dann ist es mir jetzt egal. Dann müssen wir halt damit leben. Protection. Protection. Ich weiß tatsächlich nicht, wie viel das bringt, so Sachen zu enchanten. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Okay, das war vielleicht nicht so sinnvoll und das auch nicht. Naja, egal. Das mit dem Enchanten, das lerne ich nochmal. So, und dann versuchen wir mal Gegner zu finden. Ich habe halt keine Ahnung, wo welche sind, weil kein Kompass und so. Stressig. Das ist, finde ich, aber mittlerweile wirklich eine Unsitte, dass man relativ häufig tatsächlich, habe ich das Gefühl, also früher war es immer, wenn Unbreaking da stand auf dem Schwert, dass man dann halt zusätzlich noch Sharpness bekommen hat. Also Sharpness und Unbreaking. Jetzt laufen die hier links lang. Und mittlerweile bekommt man tatsächlich auch nur noch Unbreaking dann. Ah, ich habe jetzt nicht sehen können, was die für Equip haben. Okay, sie rennen. Haben jetzt nicht so krasses Equip, aber halt beide auch eine Waffe und so. Sollte man ein bisschen aufpassen zumindest. Der kommt nicht mehr hoch. Ja, gut. Damit, oh, hätten wir den hier. Dann werde ich vielleicht doch mal vorsichtshalber noch ein bisschen rennen, weil er hat noch Pfeile. Und dann können wir ihn aber gleich, denke ich, noch holen. Ach komm, die sammle ich ein, bevor er die wieder mitnimmt. Ich könnte auch gucken, ob ich vielleicht selbst einen Bogen aufgesammelt habe von ihm. Ja, habe ich tatsächlich. Kann ich auch zurückschießen. So, und dann sollte das jetzt eigentlich relativ safe hier sein, außer er gibt mir jetzt die Überkombo des Todes. Aber ich denke, eher weniger. Na. Ah, er hat noch einen Goldapfel, aber, oder? Hatte ich das falsch gesehen? Ich glaube, er hat. Oh Gott. Er hat noch einen Goldapfel. Eieiei, das ist tatsächlich nochmal hier spannend geworden, gerade. Ich wäre, also wäre er mir hinterhergelaufen. Wir sind im Team. Da bitte schon. Sammel die Sachen ein, Junge. Oh Gott, ey. Dann eben nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die checken nicht. Ihr könnt mich nicht töten. Bin auch pink. Okay, vielleicht trollen die auch einfach nur rein, man weiß es nicht. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie das nicht checken. Naja. Ich könnte mir noch ein Eisenschwert machen und hoffen, darauf dann Sharpness zu bekommen. Gucken. Ah, er hat sogar einen. Da können wir dem ja nachlaufen. Aha, da sind sie ja beide. Kämpfen die auch gerade? Ne, die kämpfen gar nicht. Die teamen tatsächlich sogar. Okay, das ist natürlich nochmal. Oh, ganz interessant dann. Mehr oder weniger interessant. Ja, er wurde getötet. Naja, das war jetzt irgendwie eine sehr komische Runde mit nicht unbedingt den stärksten Gegnern, aber 6 Kills waren vielleicht trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Bis dann und tschüss.